Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Two Souls. Wir setzen uns mal neben Cole oder Namen vergessen und essen eine Runde. Ich wollte eigentlich zu den Kartoffeln, das sieht nämlich nicht so vegetarisch aus. Ich glaube nämlich nicht, dass es aus Soja ist. Das ist ein Burrito. Ah, vor allem, die haben ja für vier Leute sehr viel gekocht. Na, vielleicht gibt es das morgen auch noch. Weiß man nicht. Oh, was zu trinken? Alter, wie der Typ hier uns anschaut. Was macht die da? Alter. Und erstmal mal. Ja, was schaut diese Frau da so traurig? Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Ja, komm, sind wir ehrlich. Ich ziehe einfach umher von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann finde ich vielleicht mein Ziel. Verstehe. Ihr gehört zu den Navajo, richtig? Wir sind die Nee. Das heißt, die Menschen auf Navajo. So nennen wir uns selbst. Seid ihr die Einzigen? Das ist die erste Ranch in der Gegend seit Meilen. Es gab mal mehr von uns. Die meisten sind in die Stadt. Das Leben ist hart hier draußen. Ja, was ist denn mit der Ranch? Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir also. Oh, irgendwas ist so, oder? Ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Jay bringt dich in dein Zimmer. Gute Ey, Nacht. Diese Pferde da draußen flippen auch voll aus. Ich will mit Aiden vielleicht raus. Kommst du mit? Keine Ahnung, was da abgeht. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Okay. Wir wissen wohl, was passiert, ja. Das scheint hier nicht so ein normaler Nachtgeist zu sein, den Aiden da immer verjagt. So, scheint schon was Stärkeres zu sein. Können wir irgendwie nach draußen schauen? Also ich meine, wir sind ein fliegendes Wesen und wir können doch überall hin, oder? Ich möchte wissen, was draußen abgeht. Und wer kann das schon besser als unser bester Freund Aiden? Ich meine, er kann doch durch Wände durchschweben. Okay, ich habe ein bisschen Schiss. Ah, das ist, seid ihr schon gewohnt von mir. Okay, hier pennt die Oma. Ja, okay, dann setzen wir uns jetzt auf den Stuhl und pennen da eine Runde. Morgen früh sind bestimmt die ganzen Pferde tot und der so, oh, wie ist denn das jetzt passiert? Da kann man da auch durchschauen, also.
Ah, die wissen schon, was sie da verlangen. Ich glaube, die sind nicht blöd. Ich weiß. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. An dieses Trippeln da dauernd. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Hey, sie muss sich nicht mehr von einer Seite zur anderen drehen, um einzuschlafen. Ist das jetzt ein Traum oder ist es wirklich fett? Du bleibst in deinem Zimmer. Aber es ist ein Traum. Was immer du auch hörst. Das ist ein totes Schaf. Ich hab keine Ahnung. Okay, wir schauen nicht nach draußen. Ich möchte es nicht wissen. Ganz ehrlich, ich habe Angst, dass dieser Mr. Toter Mund da irgendwie... Alter, ich spreng nicht die Tür auf. Vergiss es. Aiden, vergiss es. Das machen wir nicht. Ich bin ein Schisser. Deswegen gehe ich wieder schlafen und mache, was er gesagt hat. Kann mir nicht irgendwie die Nacht rumbringen, ohne Scheiße zu bauen. Eine stirbt noch irgendwas, das nicht sterben sollte. Asche. Boah, bitte nicht, ich hab. Mach das nicht, ich hab Angst. Was macht Ihnen solche Angst? Ach so, sie haben Asche vor die Fenster gelegt, dass keine bösen Dämonen reinkommen. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht wissen, was da draußen ist. Kann ich mich bitte wieder ins Bett legen? Ich habe echt Angst. Ich bin nicht für irgendwelche Horrorspiele gemacht. Mit Aiden kann ich ja auch nur... Ich weiß, dass ich das wahrscheinlich tun muss, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Aber ich möchte es vielleicht einfach nicht tun. Geräusche sind gruselig. Ich will es nicht tun, aber ich muss, glaube ich. Ich kann ja nichts anderes gerade tun, glaube ich. Oh doch, ich kann mich einfach wieder ins Bett legen. Das ist doch eine wunderschöne Idee, mich einfach wieder ins Bett zu legen und weiter zu schlafen und nicht zu sterben. Komm, wir gehen schlafen. Ist aber gut gemacht. Ja, trotzdem sehr creepy. Ach, die arme Jody, die tut mir so leid. Vor allem, ich kenne ja meine Albträume. Okay, es ist morgen. Dann schauen wir mal. Die einzige Hose, die sie besitzt, und das einzige T-Shirt. Oh, es ist kalt, als wenn ein Geist hier wäre. Oh Gott, ich sehe schon. Oh Gott, ich hab's geahnt. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh Mann, warum bin ich so schreckhaft, Leute? Schauen wir mal mit Aiden. Okay, er sitzt da rum, als wenn nichts wäre. Ich und nur, wenn er hier rumsorgt, dann gehen wir doch mal zu ihm. Warte, wollen wir noch zu der Oma schauen?
Nee, schon aufgestanden. So, nee, das ist nicht der Zimmer, weil da ist. Warte, da konnte ich noch irgendwas machen an der Wand. Aha. Baseball. Das ist auch was, was ich nicht kann. Aber ich fühle mich, keine Ahnung, ich fühle das schon voll mit dir irgendwie. Ja, komm. Dann gehen wir mal. So, was Du haben wir sahst denn? fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke, ich. Das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Okay, einfach nicht auf Fragen antworten ist auch in Ordnung. Das ist. Ich bin dann mal weg. Danke. Hier gibt's eine Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber jetzt ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Ja. Wie geht's Ja, so? wie Ja, kann ganz gut. Ich habe seit heute Gut. meinen ersten Tag Urlaub. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Okay. Dann arbeiten wir jetzt auf der Farm. Jetzt sehe ich aus wie so ein Cowgirl. Einsatzbereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Klar. Habt ihr das gesehen? Dieses Tier war tot. Was ist mit der Frau? Mein Name ist Jody und ich Urlaub werde ist immer nice, hier ja. bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Die Frau sieht aus, als wenn sie ganz doll leidet. Ich kann auch mit Eiden nichts mit ihr machen. Meins tut mir voll leid irgendwie, keine Ahnung. Nur Mama Wasser. Oh, ein bisschen Wasser. Wer weiß, was die Oma erlebt hat, das stimmt. Okay, wir müssen nach da hinten und Wasser bringen. Wenigstens gibt es hier noch ein bisschen Wasser. Oh, da ist das tote Tier. So, du bleibst also eine Weile. Ja. Es scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Danke, Jody. Oh. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Klar. Wer sonst ist was zu tun? Kann ich irgendwas machen? Okay, hier gibt es ein paar Sharpies. Ich mag Sharpies. Hier kleine Tierchen. Aber die haben eigentlich echt wenige Schafe. Weil ich habe letztes Mal so ein Spiel gespielt, Dawn of the Man heißt das. Das werde ich auch irgendwann mal mit euch zusammenspielen. Und ja, da hatte ich am Anfang hatte ich auch Angst, dass ich nicht genügend Schafe habe. Und dann hatte ich irgendwie eine Schafszucht und hatte irgendwie mehr Schafe als. Das Ganze passiert, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, aber. Und ein Farming-Spiel geworden.
Ja, irgendwie dann nicht immer bei Farming spielen. Okay, wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Beyond Two Souls. Bis dahin. Bye.